Jeder kennt die Situation. Sind wir zwei Single oder eine Familie? Warum will der Automat unser Geld nicht? Eine Frage und eine Situation, der Franziska Knövel und Daniel Sturm nachgegangen sind. Ich bin sicher, auch Sie werden sich erkennen. Guten Tag, die Herren. Ja, ich bin schwarz gefahren. Nein, ich hab's nicht vergessen. Ich hab's einfach so getan. Wer sich heutzutage mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt, darunter sehr beliebt, die Bahn, ist stets darauf bedacht, sich mit der richtigen Fahrkarte auszustatten. Zum einen, um eventuellen Folgekosten galant zu entgehen, zum anderen, um dem stets hilfsbereiten Personal nicht übermäßig zur Last zu fallen. Nicht immer gestaltet sich die Wahl der richtigen Zugangsberechtigung zum befördernden Verkehrsmittel allerdings einfach. Schon gar nicht, wenn man sich stetig mit ausgesprochen übersichtlichen Tarifplänen wie denen des HVV konfrontiert sieht. Manch einer sah sich selbst auch schon im Niemandsland stehen. Denn wer seine Fahrt in Finkenwerder anzutreten gedenkt, findet seine Haltestelle nicht einmal im örtlich aushängenden Tarifplan. Schade. Dabei könnte doch alles so einfach sein. Richtigen Tarifgeltungsbereich gewählt, noch schnell den richtigen Ring geraten, bezahlt und schon stellt man fest, dass das zu Hause abgezählte Geld nach der letzten Tarifänderung gerade noch bis zum nächsten Geldautomaten reichen dürfte. Weit gefehlt, wer daran denkt, sich gern auch zu früher Morgenstund in dieser Frage beraten zu lassen. Denn auch der kleine Junge aus der Werbung der Bahn, kann er doch scheinbar das volle Tarifprogramm auswendig, sitzt nicht ständig in beratender Tätigkeit neben dem Kassenautomaten. Beim Blick auf die Zukunft wird uns ohnehin nur eine Alternative bleiben. Busse und Bahn stoßen zu viel CO2 aus, Tarifpläne werden komplizierter, Fahrkarten trotzdem teurer. Es bleibt das Fahrrad. Und dabei trotzdem nie vergessen, Fahrgemeinschaften gründen und immer an die Sicherheit denken. Gute Fahrt wünscht BuxTV. Anfang des Jahres haben wir in BuxTV gesagt, global wird uns gewiss das Erdklima im neuen Jahr am meisten beschäftigen müssen. Doch wir haben nicht geahnt, welche Hysterie da auf uns zukommen würde. Das Tageblatt hat jetzt mit einer Serie zu dem Thema begonnen und berichtete, dass der Bergsteiger Reinhold Messner sich bei der Sparkasse Stade Altes Land angeschickt habe, Berge zu versetzen. Denn der prominente Südtiroler wisse, dass er das Lockmittel für ein neues Produkt ist, nämlich Fonds, die auf Nachhaltigkeit setzen und neue Techniken für zukünftige Energien entwickeln helfen sollen. Heißer, wenn dann der Prisis der Hamburger Wirtschaftsbehörde den A380 zum ersten Mal eigenhändig mit Bioethanol betankt. Das Mittwochsjournal empfiehlt ein Umsteigen aufs Fahrrad und auf Energiesparlampen und die Erfüllung eines privaten Kyoto-Protokolls, wonach der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 jährlich um 2,5 Tonnen gesenkt werden müsse. Mein Kopfausstoß beträgt jedenfalls bloß etliche vollgeschriebene Seiten Papier. Ich mache mir auch keine Energiesorgen. Selbst wenn wir nur rund 100 Jahre gebraucht haben, um die bisher bekannten Vorkommen fossiler Energieträger fast zu erschöpfen. Der Klimawandel wird Gott sei Dank das Grönlandeis wegschmelzen und die Energieunternehmen jiebern schon darauf, dort dann nach Öl und Gas zu bohren. Und wir haben Palmöl, Rapsöl, Mais, Zuckerrohr, Zuckerrüben, jede Masse Biomasse und jede Masse Einsparmöglichkeiten, ohne auf den gewohnten Lebensstandard verzichten zu müssen. Wie schreibt das Mittwochsjournal? Wer seine Elektrogeräte nicht auf Standby schaltet, erspart der Welt am Tag 400 Gramm weniger an Treibhausgasen. Das leuchtet doch ein, oder? Little Big Art. Kleine Kunst, ganz groß. Überhaupt. Kunst über Generationen. Man traf sich im Amarita, einem Altersheim.